kommen. Weiß ich doch nicht. Was machst du denn bei dem Auto? Ich hol euch ab. Wieso? Ich dachte, es macht euch Spaß, mit dem Auto abgeholt zu werden. Wem gehört das denn? Uns. Wieso uns? Ich habe heimlich den Führerschein gemacht und gestern habe ich das Ding gekauft. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Juhu, juhu, wir haben ein Auto, juhu. Deshalb musst du uns ja nicht unbedingt barfuß von der Schule abholen. Nun lasst in Gottes Namen den braven Kondor fliegen, löst die Taue. Es geschah, und von den tausend unsichtbaren Armen der Luft gefasst und gedrängt, erzitterte der Riesenbau der Kugel und schwankte eine Sekunde. Dann, sachte aufsteigend, zog er das Schiffchen los. Was ist das für ein Schiffchen, Mama? So nennt der Dichter den Ballon und den Korb dran. Das ist ein poetischer Ausdruck dafür. Aber früher hat man zum Zeppelin auch Luftschiff gesagt. Aber Luftflotte kenne ich, die amerikanischen und die englischen Luftflotte haben die Berliner Blockade gebrochen. Richtig, Blockade gebrochen. Hm? Also, dann... Sachte aufsteigend zog er das Schiffchen los vom mütterlichen Grunde der Erde und mit jedem Atemzug an Schnelligkeit gewinnend schoss er endlich pfeilschnell senkrecht in den Morgenstrom des Lichts empor. Der alte Mann stand auf von den Instrumenten und sah hin. Es war ein Blick voll strahlenden Zorns und ein tief entrüstetes Antlitz. Mit überraschend starker Stimme rief er aus: Ich habe es dir gesagt, Richard. Das Weib erträgt den Himmel nicht. Welches Weib, Mama? Warum erträgt das Weib den Himmel nicht, Mama? Das möchte ich allerdings auch gern wissen. Das Weib erträgt den Himmel nicht. Oh, es ist angenehm, endlich Golos Ellbogen zu hören, Rücken zu spüren. Sieben in einer Karre, das ist doch überhaupt nichts. Der Rekord steht bei. Hast du auch gefallen. Hallo! Sag mal, der eine am Ballon, kennt der dich? Ja, der da winkt. Sind wir deshalb hergefahren? Toll, so ein Ding. Der ist allerdings viel zu langsam. Wie weit kann der überhaupt fliegen, Mama? Ich weiß nicht. Jedenfalls weit genug. Ich möchte nicht in so einen Korb reinsteigen müssen. Muss toll aussehen, wenn so eine explodiert. Wir können starten. Also tschüss dann, bis nachher. Aber du doch nicht. Doch. Ich kann eigentlich immer um Erlaubnis bitten. Willkommen an Bord unseres Freiballons. Anlüften. Okay. Glück ab. Drei nachlassen. Drei nachlassen. Glück ab. Glück ab. Wiedersehen. Los, kommt, die verfolgen wir. Oh ja. Auch mal? Ja, bitte. Hilfe! So, jetzt musst du deinen Kopf mal so ein bisschen nach vorne. Auf den Kopf mit Sand.
So, ich taufe dich jetzt hiermit auf den Namen Maximiliane, die Sonnenkönigin von Schönstadt. Die ist wirklich übergeschnappt. Oder sie ist abgestürzt. Oder übergeschnappt und abgestürzt. Jetzt seid endlich ruhig. Die Mama weiß schon, was sie tut. Du hast uns gar nichts zu sagen, Muttersöhnchen. Ach, jetzt streitet euch nicht. Außerdem hat Joachim völlig recht. Ich hab Durst. Sie kommen! Hallo! 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 Wiedersehen. 150 Mark kostet eins. Wir haben uns erkundigt. Komm. Was doch, das ich hab Durst. 3 Stunden haben wir gewartet. Über 3. Was habt ihr überhaupt die ganze Zeit gemacht? Ballast abgeworfen. Die ganze Zeit? Habt ihr denn so viel gehabt? Ja, sehr viel. Und wenn ihr jetzt nicht still seid, dann steige ich wieder auf. Los, komm. Wieder Hochbetrieb heute. Wenn das so weitergeht, müssen wir bald anbauen. Akku, gib mir mal was zu trinken. Großtante Maximiliane ist auf der Treppe gestürzt. Ist er hin? Ach, Golo, sie ist gestorben, ja. Sie ist 90 Jahre alt geworden. Erben wir was? Ich fürchte, ja. Den Eikel. Hm. Mirka, möchtest du zur Beerdigung mitfahren? Dann siehst du mal, wo du geboren bist. Ja. Und wir? Wir können so lange in der Penne versauen. Gleiches Recht für alle. Wir haben ja schließlich noch mehr Verwandte, die mal sterben. Na, ihr seid mir vielleicht Gemütsathleten. Mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöset. Es umfingen mich des Todes Bande und die Bäche Belials erschreckten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und er hörte meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Und jetzt singen wir: Befiehl du deine Wege. Thank you.
Willst du nicht noch ein bisschen rausgehen, spielen? Ich weiß zwar nicht, was das Ehepaar Brandes mit mir besprechen will, aber es wird sicher langweilig für dich. Ich habe ihren Sohn Ingo sehr gemocht. Ich habe ihn hier kennengelernt. Er ist auch gefallen, 1944, als Jagdflieger. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ja. Ja, ich will keinen langen Schmus drumherum machen, Frau van Klint. Aber wenn Sie es ganz nüchtern betrachten, ist diese halbe Ruine, diese gärtige... Ja, also wissen Sie, halbe Ruine? Ich meine, für Sie ist die doch nur ein Klotz am Bein. Ja. Aber ich brauche Bier. Und Bier muss lagern. Mein Betrieb expandiert ständig. Die deutsche Kehle und das Bier sind offenbar unzertrennlich. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Ich habe mir das Gemäuer vorhin schon angesehen. Als Lagerraum für Bier ist es noch zu verwenden. Unser Ingo hing irgendwie sehr an Burg Eike, wissen Sie? Das hat Hermann eigentlich auf die Idee gebracht. Ja. Eine Pachtzahlung ist allerdings momentan nicht drin. Die unumgänglichen Investitionen fressen mir die letzten Groschen vom Kopf sozusagen. Ich würde aber dafür Sorge tragen, dass ich weder Ratten noch anderes Gesindel hier einnisten. Schon wegen des gelagerten Biers nicht. Wenn ich Ihnen also einen guten Rat geben darf, als Geschäftsmann und als Verwandter, dann nehmen Sie mein Angebot an. Es wäre doch ein Jammer, wenn dieses Gebäude dem Geschlecht der Quinz verloren ginge. Also gut, ich bin einverstanden. Alles Weitere besprechen Sie dann am besten mit Mirka. Ich werde ihr das Erbe überschreiben. So, so. Da bist du also die Universalerbin. So eine kleine Prinzessin und so eine große Burg. Muss man in der Schule nicht immer in einer Bank sitzen und rechnen und schreiben? Darf man da immer tanzen? Ja. Möchtest du denn das? Immer tanzen? Mirka, macht dir das Tanzen noch Spaß? Wir haben gestern schon die 5. Position geübt. Weißt du einen Reim auf Birke, Mama? Weiß. Wozu brauchst du denn einen Reim auf Birke? Ich dichte. Kannst du mir zum Geburtstag nicht ein Reimlexikon schenken, Mama? Reimlexikon? So was gibt's? Aber ja, Mama. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät hin, Mama. Zu spät? Wohin? Zum Amtsgericht in Pankow. Weil das Ableben von Opa Preising doch schon im November vergangenen Jahres erfolgt ist. Was redest denn du für ein Blödsinn? Wenn es doch so in dem Schreiben steht. Ach, keine Angst, das Erbe von Opa Preising nimmt uns schon keiner weg. Und wenn? Wir haben noch mehr Verwandte, die mal sterben. Bitte, hast du selbst gesagt.
Wir hätten die Sache erheblich früher in Angriff nehmen können, wenn die Ermittlung Ihrer derzeitigen Anschrift nicht mehrere Monate in Anspruch genommen hätte, Frau Quint. Ich wusste ja nicht, dass ich erbe. Welches Verwandtschaftsverhältnis besteht eigentlich zwischen Ihnen und dem verstorbenen Karl Preising? Herr Preising hat mich und meine vier Kinder unmittelbar nach Kriegsende für mehrere Monate bei sich aufgenommen. Und daraufhin vermacht er Ihnen alles, was er besaß? Seine gesamten Ersparnisse? Er hat die Kinder sehr gern gemocht. Im Grunde trotzdem wildfremde Leute. Wir haben alle Opa zu ihm gesagt. Opa Preising mit dem Knopf im Ohr. Im Übrigen gedenke ich, das Erbe nicht anzutreten. Ich möchte es meiner Tochter Edda überschreiben. Deshalb habe ich das Kind mitgebracht. Wie Sie meinen. Die Hinterlassenschaft des Erblassers besteht aus einer Wohnungseinrichtung und einem Sparbuch. Über 12.504 Mark, die auf dem Sparbuch festliegen und nicht in den Westen transferiert werden dürfen. Drei Monate später stirbt Frau von Jadow, Maximilianes Großmutter mütterlicherseits. Ihre Erbin wird Viktoria sein. Maximiliane fährt mit ihr zur Beerdigung nach Berlin. Und da Eddas Erbschaft von Opa Preising immer noch auf der Sparkasse in Pankow festliegt, nutzt Maximiliane diese Gelegenheit. Sie transferiert das Gesparte des proletarischen Großvaters im Kranz für die adlige Großmutter über die Sektorengrenze in den Westen. Zeichnen Sie mal her. Das ist Edelmetall, nicht wahr? Sie wissen doch, dass Sie das eigentlich nicht mit rübernehmen dürfen. Da gehen Sie schon. Und ich habe nur gekriegt, was Opa Preising gehabt hat. Das ist ganz ungerecht. Niemand sagt, dass es gerecht ist, Edda. Es ist auch nicht gerecht, dass Oma Jadow jahrelang eine hohe Pension bezogen hat und Opa Preising nur eine kleine Rente. Es geht nicht gerecht zu auf der Welt. Und trotzdem versuche ich, so gerecht wie möglich zu machen. Siehst du nicht, dass Viktoria mehr braucht als du? Sie schafft es nicht allein.
Tag, Mama. Tag. Großen Hunger? Mhm. So. Auch Joachim wird noch erben. Etwas Wald, ein bisschen See und ein paar Hütten in Dalarna in Schweden. Das müsse er haben, wird Maximiliane finden, weil er irgendwie schwedisch aussehe. Ganz ruhig. Ist doch nichts passiert. Ich bin noch bei dir. Okay, ist endlich los, Mama. Was denn? Nach Amerika. Da der Unfall in die sogenannte saure Gurkenzeit fällt, wird ihm die Marburger Presse in den nächsten Tagen dankbar mehr Raum und Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, als ihm eigentlich zukommt.